Guten Abend, meine Damen und Herren. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Bora mit zwei R. Nun zeige ich Ihnen moderne Manipulation. Ich zeige Ihnen, wie Sie sollen vorsichtig sein vor der Taschenliebe. Ich komme schon. Na, Dema klauen, aber wieder zurückgeben. Alles festhalten, bitte. Geh mal hier. Ja, das wird schon sein. Jawohl, jawohl, jawohl. Sie halten gut fest, das ist richtig. Jetzt muss man schauen, genau. Also hierher, Misserle. Wo ist denn mein bester Patient für heute Abend? Das werden wir schon schauen. Und jetzt bitte nur ein bisschen weiter vorwärts kommen. Guten Abend, Sie haben noch alles. Uhr ist da, Geld ist da. Sie haben auch noch alles. Wie geht es Ihnen? Fehlt Ihnen was? Noch nicht. Jawohl, noch nichts. Darf ich Sie bitten, kommen Sie ein bisschen nur so hierher. Jawohl, Sie haben Ihre... Sie kommen später dran. Sie haben auch eine Uhr. Wunderbar. Uhr ist hier. Wo haben Sie Ihre Brieftasche? Haben Sie noch Geld drin? Kann ich das behalten, was ich von Ihnen weggenommen habe? Möglichst nicht. Haben Sie alles gehabt? Wie spät haben Sie? Zu spät. Danke Ihnen vielmals. Freut mich sehr. Kommen Sie auch? Nun, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, der Herr Bürgermeister von Lübeck zu haben. Bitte. Dankeschön. Jawohl. Sehr populär. Und das ist wahr. Soll ich Ihre Uhr jetzt nehmen oder später? Nein, was ist Ihnen lieber? Ist etwas schwer, weil das ist sehr hart. Ein neues Band haben Sie. Haben Sie Brieftasche noch gehabt? Bitte nehmen Sie Platz für einen Moment. Dankeschön. Herr Bürgermeister, darf ich das übergeben? Ich danke Ihnen. Moment, bitte nehmen Sie Platz. Ich komme gleich wieder. Der nächste Patient, bitte. Und nun jetzt alles festhalten. Hier wird's geklaut nach Noten. Ja, da komme ich. Ich komme später noch. Ich komme hierher ein bisschen. Hier gibt's auch, passen Sie auf Ihre Bart, mein lieber Herr. Haben Sie auch Ihre Brieftasche, mein Herr? Bitte, wollen Sie auch für einen Moment aufstehen? Bitte, bitte, nur für einen Moment. Kommen Sie weiter. Sie werden leichter, mein lieber Herr. Ich glaube, ich nehme Ihre Brieftasche weg und Sie werden nichts merken. Bitte nehmen Sie Platz für einen Moment hier. Ich hole wieder einen Herr, noch einen Herr. Also hierher etwas. Der Herr lacht gut. Bitte, wollen Sie auch für einen Moment aufstehen? Kommen Sie auch weiter, mein lieber Herr. Ich freue mich sehr. Sie haben auch Ihre Brieftasche noch. Noch, ja. Jawohl, ha, Ella. Madeleine, ha? Sehr gut, bitte. Nach Ihnen, mein lieber Herr. Jawohl, wenn Sie geben mir die Hand so und dann machen wir eine Ringereihe. Nur weiter, kommen Sie. Dankeschön. Sie haben noch alles. Sie haben Ihre Uhr noch. Ja, hierher. Dankeschön. So, bitte Applaus für meine Patienten. Sehr gut. Wenn Sie den Platz hier nehmen, bitte nehmen Sie Platz. Und sagen Sie, haben Sie Ihre Brieftasche? Moment, Uhr ist hier. Was da? Haben Sie noch da? Ja, noch. Haben Sie Ihr Geld? Nehmen Sie heraus, was Sie hier... Nehmen Sie heraus, was Sie drin haben. Haben Sie keine Brieftasche? Nehmen Sie Ihre Hand heraus und Geld ist weg. Geld ist weg. Wo haben Sie Ihr Geld, mein lieber Herr? Und wo haben Sie Ihr Geld? Haben Sie gehabt? Und wo haben Sie Ihre Uhr? Haben Sie nicht? Ihre Uhr ist weg. Ihre Uhr haben Sie nicht mehr. Ist hier, mein lieber Herr. Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Nein, nicht verstehen. Ich habe noch was von Ihnen. Was fehlt Ihnen? Schauen Sie mal nach. Etwas sehr Wichtiges. Meine Damen und Herren. Fehlt Ihnen nichts? Mein Lieber, sehen Sie das nichts, was ich von Ihnen weggenommen habe? Der Herr sieht mich und ich sehe doppelt.
Wo haben Sie Ihre Brille? Brille sind weg. Suchen Sie sie. Bitte. Meine Damen und Herren, hier, da liegen Sie. Nehmen Sie Ihre Brille. Nehmen Sie das. Sie haben, nein, Moment, Ihr Geld haben Sie in Ihrer Tasche. Sie haben keine Tasche da. Haben Sie Uhr noch? Haben Sie Brieftasche gehabt? Nehmen Sie heraus Ihre Brieftasche, bitte. Nein, aber Geld haben Sie. Darf ich herausholen? Ich nehme nur heraus mit Feingefühl. Danke vielmals. Geld ist noch drin. Soll ich hier gehen oder in Ihre Tasche da? Wie Sie wünschen. Bitte halten Sie Brieftasche mit beiden Händen fest. Ich nehme Ihr Geld raus, Sie werden nichts merken. Herr Bürgermeister, darf ich die Ehre haben, Sie wieder zu beklauen? Bitte vielmals. Ja, meine Damen und Herren, bitte halten Sie Ihre Uhr mit Ihrer Hand fest. Nein, nicht so. Von oben, so. Ganz festhalten, bitte, Herr, so. So, nein, nein, ist zu spät, Herr Bürgermeister. Haben Sie gesehen. Sagen Sie bitte, Herr Bürgermeister, haben Sie bemerkt, wenn ich Ihre Uhr weggenommen habe? Nein. Dankeschön, das werde ich nie vergessen. Und nun bitte halten Sie besser. Ich nehme Ihre Uhr noch einmal und Sie werden nichts merken. Wenn Sie so halten, wie Sie das tun, glauben Sie, dass ich das wegnehmen kann? Wenn Sie halten. Versuchen Sie. Ja, ich werde versuchen, ich werde es wegnehmen. Passen Sie gut auf, Sie lachen jetzt und ich werde später lachen. Warten Sie. Von hier aus zu holen, das ist nicht so schwer. Sie haben doch was, nein. Haben Sie was in Ihrer Gesäßtasche gehabt? Hier ist doch was. Oh ja, oh ja. Ich freue mich sehr. Nein, ist ein bisschen schwer. Sie greifen sich an, gell? Nein, Uhr haben Sie noch? Ich glaube, ist noch da. Brieftasche ist hier. Verzeihen Sie das sicher. Ja, hier ist noch drin. Zu schwer, aber Ihre Uhr haben Sie gehabt. Meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister hat recht, das geht nicht. Ich danke Ihnen. Wissen Sie warum? Weil ich habe schon zweimal genommen. Aber das war Ablenkungsmanöver von mir. Sie haben Ihre Uhr gehalten, dabei habe ich alles aus Ihren Taschen weggenommen. Sissilein, mein Doktor. Von hier? Nein, das habe ich. Das ist Ihre. Das ist Ihre Brieftasche und Ihre. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Bürgermeister. Herr Gute, passiert Sie. Und nun, mein lieber Herr, nein, nehmen Sie Platz. Ihr Geld haben Sie, wo ist Ihre Brieftasche? Warum haben Sie reingegeben? Ich muss das wieder rausholen, damit Sie festhalten mit beiden Händen. Ich habe versprochen, nehme ich Ihr Geld raus, Sie werden nichts merken. Jetzt kommen Sie dran. Lachen Sie von Herz, darf ich zumachen? Meine Damen und Herren, Sie werden alle sehen, wie ich das mache. Verraten Sie mich bitte nicht. Ilse, Ihr Geld haben Sie noch? Thank you. Gehabt, gehabt. Haben Sie Ihr Geld in Ihrer Gesäßtasche oder in Ihre? Ah, ich muss das leider. Haben Sie nicht die Brieftasche oder doch? Wo haben Sie Ihre Brieftasche? Gehabt. Ah, Sie haben noch da. No. Bitte halten Sie Ihre Uhr mit Ihrer Hand. So, ich habe schon mal genommen. Jetzt werden Sie bitte Platz nehmen und schauen Sie mal dem Herrn hierher zu. Werden Sie gleich sehen, wie das Geld geht raus. Haben Sie Ihr Geld noch? Haben Sie. Gut. Jetzt schauen Sie mal hier. Soll ich Uhr mit der linken Hand nehmen oder mit der rechten, wie Sie wünschen? Geld ist weg. Haben Sie noch Geld oder nein? Bitte machen Sie auf. Schauen Sie mal gut zu. Hier ist das Geld. Aber Ihre Uhr, mein lieber Herr, haben Sie nicht. Und Geld ist auch weg. Und hier ist Ihr Geld. Das gehört Ihnen, mein lieber Herr. Uhr mit anderer Hand festhalten und schauen Sie mal hier zu. Haben Sie das gesehen? Ganzes Geld. Haben Sie noch Geld oder nein, mein lieber Herr? Ja, haben Sie Geld? Halten Sie Ihre Uhr so fest. Fest mit der Hand, mein lieber, haben Sie das gesehen? Ja. Der Herr, hier ist das. Die Herren
dynamisieren Sie gegenseitig. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen, mein lieber Herr. Danke vielmals. Und sagen Sie bitte, haben Sie noch alles Geld? Haben Sie ein Taschentuch? Ja. Nehmen, jawohl. Ihre Krawatte ist hier, mein lieber Herr. Und ebenso Ihre Nadel. Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen. Danke schön. Sehr gute Patient, bitte. Danke schön. Ja, mein lieber Herr, Damen, bitte, brauchen Sie keine Angst haben, ich helfe dem Herr. Ich werde festhalten mit einer Hand, so. Und Sie sollen mit beiden Händen festhalten, bis zum Platz, sonst Unglück kann passieren. Ich danke Ihnen. Mit der Linke halten Sie so, Ihre Uhr geben Sie in Ihre Tasche, mein lieber Herr, hierher. So, jawohl, und jetzt halten Sie Uhr so. Mit der Hand, dann passiert nichts. Ich komme mit. Ich komme mit. Haben Sie alles gehabt? Sie glauben das. So, hier und dort sind die Treppen. Wiedersehen, mein lieber Herr.